Hallo und fröhliche Weihnachten, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist die neue Folge von Dietz und Das, dem Podcast zu politischen und gesellschaftlichen Themen aus dem Dietz Verlag. Ich bin Ricarda von Klitzing und ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem Interview am Freitag. Heute spricht unser Lektor und Verlagsleiter Alexander Behrens mit Franz Müntefering über dessen neues Buch Das Jahr 2020+. Viel Spaß! Ja, hallo und guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer neuen Podcast-Folge des Dietz Verlags. Heute mit einem ganz besonderen Gast, über den ich mich sehr freue, Franz Müntefering. Hallo Franz, grüße dich auch. Franz Müntefering hat ein neues Buch geschrieben, dessen Titel passt zu dem, was im Augenblick passiert. Er heißt Das Jahr 2020+. Über das Plus werden wir gleich noch reden miteinander. Übers Einmischen, Mittun und ein gutes Stück Leben, auch im Ältersein. Er denkt nach über die Bedingungen unseres Zusammenlebens, über das, was Anerkennung und Solidarität zwischen Jüngeren und Älteren ausmacht, über die Chancen und auch Bedrohungen der Demokratie in der Corona-Krise, übers Älterwerden und auch am Ende über das Sterben. Aber bevor wir in das Buch reingehen, Franz, Corona, das Thema bestimmt unser Leben, man kann ihm nicht entgehen. Wie hast du denn persönlich dieses erste halbe Corona-Jahr verbracht? Gesundheitlich gut. Es sind ganz viele Termine ausgefallen. Zu meinem Bedauern habe ich weniger Lesungen machen können, zu dem, was ich aufgeschrieben habe, auch zu weniger Vorträge machen können. Ich habe weniger Veranstaltungen machen können mit der BAXO, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation, wo ich Vorsitzender bin. Habe mehr Zeit gehabt. Meine Frau und ich haben mehr Zeit füreinander gehabt. Das war der schöne Teil der ganzen Sache. Und bis jetzt haben wir es gut überstanden mit all der Vorsicht, die nötig ist, aber auch mit der Lust, doch am Leben teilzunehmen. Ja, teilnehmen ist ein gutes Stichwort, denn was wir jetzt hier machen, das können Sie nicht sehen. An den Mikros sitzen wir natürlich nicht gemeinsam, sondern wir imitieren quasi technisch Nähe, die wir natürlich räumlich nicht haben, um angemessen uns gegenseitig nicht in Gefahr zu bringen. Aber diese Imitation von Nähe, ist das unser künftiger Normalzustand? Nein, das ist ganz sicher nicht. Und man hofft ja auch, dass das irgendwann sich wieder ändert, wenn die Impfung da sein wird und. Aber im Moment weiß man, die Gefahr steckt im Infizieren, sich selbst oder andere. Und deshalb ist die Warnung, seid da vorsichtig, ihr wisst nicht, in welcher Verfasstheit ihr im Augenblick sind, so entscheidend dabei. Und das muss jeder für sich akzeptieren. Keiner weiß, ob er jetzt in diesem Augenblick gesund ist, ja oder nein. Und deshalb muss er dafür sorgen, dass er möglichst nicht infiziert wird. Und er muss dafür sorgen, dass er andere Menschen nicht infiziert. Und wenn man das macht, wenn man die Hinweise, die wir darauf haben, wie man das machen kann, mit Maske konsequent und mit der nötigen Entfernung und sich nicht zwingend umarmen und abzuküssen, alles diese Dinge zu tun, wenn man das vernünftig macht, dann kann man auch Unheil vermeiden, ganz klar. Lass uns mal dabei ein bisschen bleiben. Was macht denn Nähe aus? Ist das nur physische Präsenz? Ist das eine Form von Zuneigung? Wie vermittelt sich Nähe? Und was macht Nähe in ihrer Qualität eigentlich so wertvoll? Normalerweise ist das halt die Sitte bei uns, dass man, wenn man Menschen begegnet, dass man ihnen die Hand gibt, dass man sich umarmt. Diese Nähe bringt ja zum Ausdruck, ich mag dich, ich freue mich, dass ich dich sehe und so. Und das hoffentlich kommt auch wieder so, dass man nah beieinander stehen kann und sein kann und dass man keine Sorge haben muss, ich stecke den anderen an oder der steckt mich an. Das ist ja etwas, was uns im Moment alle irgendwo treibt, dabei, was man auch nicht los wird. Und deshalb muss man alles dafür tun, dass diese Pandemie zu Ende kommt und dass wir auch wieder näher miteinander umgehen können. Ob das alles wieder genauso wird, wie das war, weiß ich nicht. Also ich kann auf Küsschen gut verzichten. Aber Nähe-Distanz ist ja nicht nur im persönlichen Zusammenspiel wichtig, sondern auch in der Politik. Und damit kommen wir im Prinzip auf den ersten Aspekt dieses neuen Buches. Und da gibt es eine wunderbare Überschrift. Und ich weise darauf hin, die ist nicht
Corona geschuldet, nämlich Frischluft für die Demokratie. Da geht es nicht ums Lüften oder auch ums Lüften, aber nicht um das Lüften von Aerosolen. Denn die Formulierung stammt aus einer Zeit, da gab es das Corona-Problem so noch nicht, wenn ich das richtig sehe. Trotzdem einmal nachgefragt, was bedeutet Frischluft in dem Zusammenhang für dich? Das ist eine Metapher oder anders gefragt, was sind die schädlichen Aerosole für die Demokratie, denen wir uns im Augenblick gegenüber sehen und gegen die wir was tun müssen? Das ist schon ein guter Bezug und ein guter Vergleich. Denn es ist in der Tat so, dass auch in der Politik sich Dinge breit machen, die wir so nicht erwartet haben, so gekannt haben, die wir so nicht wollen. Und das ist der Grundzweifel an der Demokratie und an ihrer Bedeutung. Was ist Demokratie? Demokratie ist nicht nur der verfasste Staat, ist nicht nur wählen gehen, das gehört auch dazu, und wählen können und gewählt werden, das gehört alles mit dazu. Aber Demokratie ist die Einsicht in die Gleichwertigkeit aller Menschen. Das ist der Kern eigentlich der ganzen demokratischen Idee. Und da hat es nach dem Zweiten Weltkrieg das große Einsehen gegeben. Die UNO-Deklaration sagt, die Menschen sind gleich an Würde und an Rechten geboren. Das sagt die EU-Charta, das sagt aber auch unser Grundgesetz im Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist der Kern eigentlich der Demokratie. Und leider gibt es in den letzten ein, zwei Jahrzehnten eine zunehmende Tendenz wieder auf der Welt, dass man sich zurückbezieht auf nationalistische Ideen, auf völkische Ideen, auf Grenzen ziehen zwischen sich und Menschen, die anders sind, zwischen Menschen, die anders aussehen, anderen Glauben haben, aus anderen Ländern kommen. Und alles dies sind Gefährnisse für unsere Demokratie, auch bei uns im Land. Und deshalb müssen wir alle aufpassen. Unsere Demokratie ist im Moment stabil, sage ich, sehr stabil. Und Corona hat das auch noch mal gezeigt und hat das eher noch mal verstärkt. Da kann man gleich noch drüber sprechen. Aber jedenfalls müssen wir darauf achten, dass wir nicht zurückfallen in einen neuen Egoismus, der sich als ethnischer Nationalismus dann zeigt und der mit Demokratie eigentlich nicht vereinbar ist. Ja, du hast ein Buch geschrieben, das ist ein sehr schönes Zitat. Unser tatsächliches Unvermögen, allen zu helfen, ist noch lange keine Entschuldigung dafür, ein oder zwei Menschen nicht zu helfen. Ich glaube, das ist ein Kernthema, oder? Ja, das ist das Problem. Denn wenn man damit anfängt, dann sagen alle, ja, du hast ja recht im Prinzip, aber wir können nicht allen Menschen auf der Welt, die in Not sind, helfen. Und da sage ich, das weiß ich, das ist richtig. Und da muss man sich auch ethisch nicht betroffen fühlen. Und das ist nicht unmoralisch, wenn man sagt, wir können nicht allen helfen. Wir können auch nicht alle aufnehmen. Aber wenn diese Feststellung, wir können nicht allen helfen, zu einer Entschuldigung wird dafür, dass wir keinem helfen oder möglichst wenigen, möglichst hohe Mauern bauen, dann kehrt sich das um und das ist nicht gerechtfertigt, sondern wir können schon helfen, vielfältige Weise, und müssen uns bemühen darum. Und deshalb kann es keine Entschuldigung sein, dass man nicht allen helfen kann, dafür, dass man nicht wenigstens denen hilft, denen man helfen könnte. Sind die Jüngeren da klüger? Sind die Älteren da klüger? Sind die Jüngeren egoistischer? Nein, das glaube ich so nicht. Aber ich glaube, dass wir schon, und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir alle sehr geprägt werden von unserer Kindheit und von der Jugend und die Frage, wie wir groß werden, wie wir erwachsen werden. Und das ist bei jemandem wie mir, 1940 geboren, den Krieg noch so miterlebt, noch Bomben erlebt, noch Menschen erlebt, die getroffen worden waren, noch verdunkeln müssen, noch nicht über die Regierung sprechen dürfen, weil das zu gefährlich ist, weil das weitergesagt werden kann. All das Hunger haben, all das Elend des Krieges erlebt, das ist schon was anders als solche, die im Wohlstand groß geworden sind und die ein anderes Verhältnis zu der ganzen Sache haben. Vielleicht sich auch sicherer fühlen. Ich glaube, dass meine Generation schon noch ein bisschen lebt in dem Bewusstsein, es kann auch alles ganz anders sein, als es heute in unserer Demokratie ist, dass man noch ein Gefühl dafür hat, wie es auch sein kann und dass man deshalb zusammenhängt und hängt. Und ich sage auch mit ein bisschen Stolz, dass gerade die ältere Generation bei uns in Deutschland sich jetzt in der Pandemie sehr rational verhält und versucht mitzuhelfen, sich nicht selbst anzustecken, aber auch die anderen nicht anzustecken. Und wer das nicht erlebt hat, so, der ist vielleicht da nicht so sensibilisiert worden. Deshalb mache ich denen keinen Vorwurf, sage aber, guckt euch das an.
Aber diese Brüchigkeit ist eine neue Erfahrung für Leute, die unter 60 sind. Das ist so. Sind, ne? Guckt euch das an, wie das sein kann. Ja. Guckt euch das an, wie das sein kann, wenn man Hungersnöte hat, wenn man Krankheiten hat, wenn man plötzlich aus seinem Lebensrhythmus rauskommt. Das ist nicht gesichert immer auf ewig. Und das ist zum Beispiel auch eine gute Gelegenheit zu sagen, guckt euch das an, was passieren kann, wenn eine Klimakatastrophe uns mal wirklich erreicht. In großem Maße. Das ist kein Spiel. Und der Lebensstandard, die Lebensart, die wir haben, seit 75 Jahren Frieden in Europa, das hat es noch nie so gegeben. Hohes Gewöhnungspotenzial. Ja, ja, klar. Ja. Und manche wollen es vielleicht nicht glauben, dass es ganz anders sein kann. Es kann aber ganz anders geschehen, und zwar von einem Tag auf den anderen. Du hast vorhin gesagt, dass wir eine unheimlich stabile Demokratie haben. Eine Demokratie, die eben auch Krisen verträgt, die auch eine Zeit verträgt, wo vielleicht die Exekutive stärker im Vordergrund steht als die Parlamente. Nun ist in den letzten Tagen Kritik an der Rolle des Bundestags und der Länderparlamente laut geworden. Die Frage war, nehmen eigentlich die Volksvertreterinnen und Volksvertreter ihre Kontrollfunktion in einer Weise wahr, die dem jetzigen Zustand angemessen ist? Teilst du diese Kritik? Es ist jedenfalls nötig, darüber zu sprechen. Was den konkreten Vorgang angeht, glaube ich, muss man sehen, dass in der Stunde der Not letztes Jahr im März auf jeden Fall nötig war, zu handeln, und dass deshalb dieses exekutive Vorgehen auch erforderlich war. Also wenn Not ausbricht, darf man natürlich handeln, aber man muss gucken, dass, so wie es unsere Demokratie vorschreibt, in der Tat das Parlament, das Entscheidungsgremium bleibt. Ich habe das übrigens, als ich selbst noch im Bundestag war, schon mal mitgemacht, 2007, 2008 in der großen Finanzkrise. Als wir Abgeordneten gesagt haben, wir können das nicht mehr rational aufnehmen und verstehen, was da alles stattfindet bei den schnellen Entscheidungen, das geht nicht. Und damals wurde dann überlegt, ob wir nicht im Bundestag einen kleinen Ausschuss haben sollten von 10, 12 Leuten, die dann immer da waren und über alles informiert wurden, die sozusagen stellvertretend für die anderen handeln würden. Das ist aber höchstrichterlich abgelehnt worden, mit Recht, glaube ich, mit Recht. Die höchsten Richter haben gesagt, so geht das nicht, sondern jeder Abgeordnete, der gewählt ist, hat das Recht, dabei zu sein. Ihr könnt da keine Untergruppe bilden. Also das Problem ist da, will ich sagen. Und ja, das heißt nicht, dass ich kritisiere, dass man so gehandelt hat, sondern ich sage, jetzt muss aber auch, so ist so viel Zeit hingegangen, ein halbes Jahr, es muss auch mal geklärt werden, wie will man denn eigentlich die Grundsätze der Demokratie, das Recht und die Rolle des Parlaments, der Legislative wieder weiter nach vorne holen. Und im Moment ist das ja nicht nur eine Exekutivhandlung geworden auf der Bundesebene, sondern das hat sich ja noch verstärkt dadurch, dass in den Ländern der Föderalismus auch hochgehalten wurde, mit Recht, sage ich auch da. Ist in Sache vernünftig, aber die Parlamente in den Ländern, die handeln schon gar nicht mit. Und die Kommunen noch weniger. Ja. Die Kommunen noch weniger. Es bleibt im Grunde nur noch das Umsetzen, und das kann so nicht sein, und deshalb müssen Wege gefunden werden, darüber jetzt zu sprechen. Und sowieso muss man jetzt anfangen, die Erfahrung dieses halben Jahres zu sammeln und zu sagen, welche Konsequenzen müssen sich ergeben daraus. Wir dürfen nicht einfach sagen, es ist geimpft, vergessen wir mal die Sache, sondern wir müssen schon sagen, was ist da passiert, was hat da nicht funktioniert, was muss besser sein, was muss man in solchen Situationen machen, wie bereiten wir uns besser vor auf sowas, auch das gehört dazu. Also da ist viel nachzuarbeiten, auch die Betonung der Legislative, also der Gesetzgebung, ist ganz wichtig und muss dann neu bedacht werden. Was hat denn gut funktioniert? Dass die allermeisten Menschen in dieser Stunde der Not gesehen haben, ja, wir müssen jetzt versuchen, den Kompromiss zu machen und sagen, das ist für den einen schwerer, für den einen leichter, aber wir müssen alle mithandeln, wir müssen alle mitmachen dabei, und das haben auch alle getan an der Stelle und haben sich da in die Reihe gestellt. Das hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Ich glaube aber, dass es nur gut funktionieren konnte, weil wir in einem hohen Maße freie Medien haben, denn nämlich Print und Fernsehen und Radio gleicherweise, die uns gut informiert haben und die auch hinreichend differenziert haben, die einen Teil der Debatten auch geführt haben, die auch in Parlamenten geführt werden müssen,
auch mit Pro und Contra. Auch nicht alle gleich, sondern sehr wohl fragend und auch in der Bereitschaft, sich zu korrigieren, dazuzulernen, wer im Moment Bescheid wissen will in Deutschland und wer einige gute Zeitungen, Fernsehsender, Radiosender hört, der weiß auch Bescheid. Also großen Respekt vor den Journalisten, die auch nicht nur vordergründig über Corona schreiben, sondern die auch die gesellschaftlichen Veränderungen, die sich damit ergeben, aufnehmen und sich die Familie mal angucken, was ist in den Heimen eigentlich los, was kann man eigentlich tun, wer muss was machen und so. Da habe ich großen Respekt davor und sage, ja, gut, gut, dass wir die haben. Die vierte Gewalt, so sagt man ja immer dazu, die hat schon eine große Funktion. Wir müssen gucken, dass die fünfte Gewalt, das ist der digitale Teil der Medien, dass der auch gut bleibt oder wird, wie immer man das sieht. Da kann man auch den einen oder anderen Zweifel äußern. Also es geht darum, in einem so komplexen Gebilde, wie ein Staat heute ist, den Primat der Politik schon noch zu sichern. Ich glaube, Alfred Grosser, den du auch kennst und schätzt, der hat mir mal in einem Gespräch, so ähnlich wie wir es gerade haben, gesagt, ja, Politik, das ist ganz einfach. Politik ist der Ort, wo die Menschen darüber reden, wie sie künftig leben wollen. Und das ist der höchste Ort, nicht der niedrigste. Und ich glaube, wichtig ist doch zu betonen, in so einer Krise, wie wir sie heute haben, dass letztlich eine Entscheidung, wie wir mit der Krise umgehen, auch keine ist, die man Wissenschaftlern überlassen kann, sondern es gibt ein Restrisiko. Wissenschaft kann ja keine gültigen Aussagen treffen. Das heißt, am Ende muss politisch entschieden werden durch gewählte Vertreter, ob man eine Maßnahme ergreift oder nicht, selbst wenn sie falsch war. Das Risiko gibt es ja dann. Von der Hannah Arendt stammt das schöne Wort, dass Politik angewandte Liebe zum Leben ist. Also das ist der Ort, an dem wir miteinander sprechen. Wie wollen wir zusammen leben? Wie wollen wir das regeln? Und zwar so, dass wir gut leben können, alle miteinander. Das ist das Erste, was man da auf jeden Fall zu sagen kann und sagen muss. Und ich glaube, dass das auch in den meisten Köpfen drin ist bei uns in der Politik und dass die meisten diese Verantwortung auch sehen. Aber in der Tat, die Bereitschaft, die Dinge miteinander zu regeln und zu besprechen, die setzen auch voraus, dass die Legislative, das Parlament, das für die Bevölkerung spricht, auch mitredet dabei und dass nicht nur Kommando gegeben wird von oben. Es kann in Notsituationen sein, dass einer sagen muss, so, es rettet euch und sorgt dafür, aber dann muss auch da wieder eine Mitsprache aller möglich sein. Denn die Sache ist sehr differenziert und das sehen wir, je mehr der Föderalismus in seine Rolle hineinwächst, umso deutlicher wird, dass es Schwerpunkte gibt und dass man nicht alles nur pauschal beurteilen kann, sondern dass es große Differenzierungen gibt, auch zwischen den Generationen, auch bei der Frage, wo sind die jetzt gerade und all die Dinge, die sich da differenzierend auch der Diskussion aufdrängen. Ich hab vorgestern mit Frank Decker gesprochen. Frank Decker ist Politikwissenschaftler aus Bonn und der zeigte sich befremdet ein bisschen über diese Föderalismus-Schelte, die man überall findet. Er sagt, natürlich ist es schwierig, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht, sagt er, aber das ist das Wesen unserer Demokratie. Das war schon immer so. In allen Fragen haben Länder und Bund einen Ausgleich finden müssen, denn im Bundesrat sitzen keine gewählten Volksvertreter. Hat denn aus deiner Sicht der Föderalismus sich hier als Vorteil oder eher als Nachteil erwiesen? Ganz klar Vorteil. Ganz klar Vorteil. Das ist ja ein bisschen so, wenn man den Föderalismus mal weiterspinnt in die Welt hinein, würde das ja sonst bedeuten, dass von der UNO mitgeteilt wird, was wir zu tun haben. Daran wird der ganze Wahnsinn schon klar. Der Nationalstaat ist nicht die absolute Größe, aber den akzeptieren wir als die Stelle, wo man was sagt. Und natürlich kann man das auch noch weiter runterbuchstabieren in die Länder und in die Städte hinein. Als neulich diese Situation in Gütersloh war, da war man schon in Sachen Föderalismusbeteiligung ein Stückchen weiter. Da wurde eben nicht ganz Nordrhein-Westfalen dicht gemacht, sondern der Kreis Gütersloh. Das ist für den, der da wohnt, ärgerlich, aber es ist natürlich richtig. Und 10 Tage, 14 Tage danach hat dann aber das regionale Gericht da gesagt, Moment, ihr müsst jetzt mal den nächsten Schritt machen. Ihr könnt nicht den ganzen Kreis mehr darin lassen. Ihr müsst das mal jetzt konzentrieren auf die Ecke, wo die leben, wo die wohnen. Und nur so kann man das machen, indem man das begrenzt und immer wieder deutlich macht, dass man so viel Freiheit wie möglich lässt. So viel, wie man lassen kann, damit nicht das Ganze gefährdet ist. Und das ist ein großer Vorteil des Föderalismus und der gehört zu unserer Demokratie ganz sicher mit dazu, ja. Kommen wir noch mal auf die konkrete Lebenswelt von jedem Einzelnen. Du hast in dem Buch geschrieben,
Einer der bemerkenswerten und auch erinnernswerten Sätze, von denen es viele gibt. Wir haben viel gelernt, Bewahrenswertes geschaffen. Demokratie kennt aber auch den Wandel. Seid auf der Höhe der Zeit, wenn ihr Gutes bewirken wollt. Wenn ich mir diesen Satz im Kopf behalte, welche Rolle wiegt eigentlich schwerer? Die der Strukturen, die ein Staat schafft, oder die Verantwortung jedes Einzelnen? Also das mit dem auf der Höhe der Zeit sein ist der Satz von Willy Brandt, nur um das nochmal deutlich zu machen. Aber er bleibt natürlich richtig, und richtig ist, die Dinge verändern sich. Das ist das Wichtigste, was man lernen muss im Leben. Nichts bleibt so, wie es ist. Das ist ja gar nicht böse, sondern die Dinge verändern sich. Und deshalb muss man sich immer wieder darauf einstellen. Das, was wir tun müssen, ist den Wandel gestalten. Den Wandel gestalten. Und dazu muss man die Dinge analysieren und muss man handeln. Und diese beiden Komplexe, die lassen sich nicht völlig voneinander trennen, aber man darf auch nicht zu Ende analysieren und dann hinterher sagen, so, jetzt müssen wir so handeln, sondern ist das Handeln schon wieder weiter. Das ist die Diskussion, die wir eben hatten, über die Frage, wann muss jetzt eigentlich das Parlament sich wieder einschalten dabei, sondern das Problem, was wir immer haben, ist, du musst handeln, ohne schon den letzten Rest zu wissen. Du musst aber beim Handeln auch so dich verhalten, dass du immer noch mitsteuern und nachsteuern kannst, damit du da nicht alles zumachst. Und das ist das Können, um das es da geht. Und das gilt für Menschen. Wir Menschen verändern uns auch sehr. Also das ist ja immer so eine Sache, die man sich immer einbildet. Man wäre ich selbst, und so bleibe ich mein ganzes Leben. Aber natürlich, auch 80-jährige Menschen verändern sich noch, darf ich jetzt mal sagen, ich bin ja jetzt so alt. Man bleibt nicht so, wie man ist, und das ist auch gut, und da muss man sich nicht genieren. Und das gilt für die Familie, das gilt für das Wohnumfeld, das gilt für die Gesellschaft, das gilt für alles. Alles verändert sich und man kann es gestalten. Wir haben es nicht voll in der Hand, wir haben es nicht voll im Griff, wir sind nicht allmächtig. Dazu müsste man sich außerhalb stellen können, sind wir aber nicht. Das Problem dabei ist, dass wir immer Teil dieser Veränderung sind und wir gucken aus uns raus und glauben, wir könnten jetzt das Umfeld gestalten, aber wir sind selbst Teil der ganzen Sache. Und das macht die Sache so komplex. Das heißt, wir verändern uns selbst auch und müssen auch geschickt genug sein, dieses mit aufzunehmen in das, was wir da tun. Der Buchtitel trägt ja ein kleines Plus hinter der Jahreszahl. Und mich würde mal interessieren, hilft die Pandemie in Deutschland denn nicht auch, Blockaden zu durchbrechen, vor denen wir schon seit langem sitzen, ohne wirklich weiterzukommen? Ja, trotzdem sage ich als ersten Satz, man hätte auch gut darauf verzichten können. Zu den Einsichten hätte man auch so kommen können. Aber da wir den Mist nun mal haben mit dieser Pandemie, muss man sozusagen das Bestmögliche daraus machen und muss sagen, gut, verdammt, jetzt ist das da. Jetzt muss man gucken, welche Lehren ziehen wir denn jetzt eigentlich daraus. Und da sind so einige da, die einem auffallen, wo man sagen muss, ja, das haben wir nicht im Blick gehabt. Andere Länder auch nicht, vielleicht die ganze Welt nicht. Ich weiß, ob irgendein Land besser vorbereitet war als wir. Aber wir haben Katastrophenschutzbestimmungen für alles Mögliche. Aber offensichtlich für diesen Fall hatten wir sie nicht. Die WHO hat in den letzten 2 Jahren immer mal schon gesagt, oder 3 Jahren, na, seid vorsichtig. Aber allen auf der Welt, auch uns, war anderes wichtiger. Wir haben das liegen lassen. Das heißt, man muss vielleicht mal genauer zuhören. Selbst wenn man sich das jetzt noch mal erinnert, wenn wir im Dezember zugemacht hätten, Dezember, da konnte man schon lesen, das gibt es in China, Ende Dezember, hätten wir vieles verhindern können. Wenn wir das gemacht hätten, hätte aber keiner mitgemacht bei uns. Da hätten die gesagt, seid ihr eigentlich völlig verrückt. Wir können nicht alles zumachen, weil da vielleicht was kommt. Es war vielleicht, das ist die schlichte Wahrheit, es war vielleicht nötig, das Ganze auch zu erleben, um es begreifen zu können und daraus auch für die Zukunft Konsequenzen ziehen zu können. Aber für die Zukunft die Konsequenzen, die muss man schon ziehen. Da kann man nicht sagen, das vergessen wir alles, sondern dies wissen wir jetzt. Das wissen wir jetzt. Und dazu gehört eine ganze Menge. Zum Beispiel, wenn zu Hause gepflegt wird, müssen die zu Hause pflegen. Und die zu Hause gepflegt werden auch das nötige Schutzmaterial haben. In den Heimen müssen die das nötige Schutzmaterial haben. Die Heime müssen zum Teil anders eingerichtet werden, um überhaupt damit fertig werden zu können. Was ja viel, viel schwerer zu verstehen ist, denn es gibt eine Infrastruktur, die darauf ausgerichtet ist, Menschen, die in einer besonderen Situation sind, zu unterstützen. Ja, aber auch in den Heimen waren ja keine Vorsichtsmaßregeln für die da
arbeiteten. Die hatten keine Masken, die hatten keine Schutzgeräte. Da gab es keine Grundinformation, zumindest an den Teil der Menschen, der rational zu erreichbar war. In Heimen war eine der Schwierigkeiten natürlich, dass da auch kognitiv geschwächte Menschen wohnen, demente Menschen wohnen, denen man das gar nicht erklären konnte, weshalb das Ganze stattfindet. Für die war das besonders depressiv, die Situation, weil wenn man sowas verstehen kann, weshalb das ist, dann kann man anders mit umgehen, als wenn man da vorsteht und gar nicht mehr verstehen kann, was sich da eigentlich abspielt, was da eigentlich los ist. Also das waren schon Dinge, die man sehen muss. Aber auch was unsere Schulen angeht und was die Unternehmen angeht, da gab es keine Vorbereitung, außer die Möglichkeit, einfach zuzumachen und zu sagen, müssen wir erstmal Luft holen. Ne? Was dann in der Zwischenzeit passiert ist, war ja nicht alles so, dass man sagen kann, wir haben daraus gelernt, sondern da sind Wochen vergangen, da wird man auch noch mal sich darüber unterhalten müssen, wieso ist an manchen Stellen eigentlich nichts passiert? Hat man das in der Hoffnung auf Impfung alles, das müssen wir durchhalten, dann sind wir da durch? Oder müssen wir nicht doch bestimmte Dinge anders regeln? Und ich glaube, dass das so ist mit dem Regeln, dass wir da einige Sachen finden müssen, die dringend erforderlich sind. Also ich denke auch, dass da werden alle Eltern dir sofort zustimmen. Denn die Bildungsministerien haben ja in der Zeit der Ferien, der 6 Wochen, eigentlich nicht so viel an neuen Plänen und neuen Strukturen geschaffen, obwohl schon vor den Ferien klar war, welches dramatische Ausmaß der Mangel an Bildungsstunden ganz einfach pro Kind, sowohl in der Grundschule als auch in den weiterführenden Schulen, für die Zukunft dieser Generation bedeutet. Das heißt, die Corona-Pandemie führt uns eigentlich eher vor Augen, wo wir in den letzten Jahren wohlwissend das Problem auf uns zukommen geschludert haben. Ja, kann man so sagen. Und das muss Konsequenzen haben. Deshalb auch Parlamente müssen sich melden. Auch dazu müssen auch sagen, da gibt es noch mal eine systematische, wissenschaftlich begleitete, aber auch politisch bewertete Zusammenfassung dessen, was passiert ist. Wo ist Handlungsbedarf jetzt dringend, aber auch für die Dauer, für demnächst. Weil das ist schon ein menschheitsgeschichtlicher Augenblick, den wir jetzt im Augenblick erleben. Das gab es noch nie, dass die Welt sich sozusagen ansteckt. Aber wir sind global und das heißt, diese Gefahr kann es immer wieder geben. Und ich sage mal, das darf uns nicht nochmal passieren. So. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das alles hintereinander kriegen. Das dauert noch und da sind schon viele, die da drunter leiden und unterschiedlich stark darunter leiden. Aber das darf nicht nochmal passieren. Das heißt, wer macht eigentlich was, damit das gestoppt werden kann? Und da sind wir sozusagen am Weltföderalismus. So, was kann man eigentlich tun, um diese Dinge da doch besser in den Griff zu bekommen? Ich will übrigens nur sagen, zu dem, was du angesprochen hast, die Gruppe, die das meiste geleistet hat, aus meiner Sicht, waren die Familien mit aufwachsenden Kindern, die in Doppelberufstätigkeit, Kinder unterschiedlich alt, Großeltern vielleicht nicht da, um zu helfen, die das alles auch zeitlich organisieren mussten und dann den Kindern auch noch erklären, was da eigentlich stattfindet. Riesen Respekt davor, dass da ist unglaublich viel geleistet worden. Ja. Das Buch von dir bleibt ja nicht bei der Bestandsaufnahme stehen. Es gibt den Blick nach vorne. Und ein zentraler Begriff ist das gute Leben. Was macht ein gutes Leben aus? Ich würde zunächst mal abstrakt mich beziehen auf die drei Grundsätze der Freiheit, der Gerechtigkeit und der Solidarität. Das heißt, gutes Leben ist schon, wenn ich frei bin von Zwang, wenn ich mich bewegen kann, wenn ich handeln kann. Aber immer eingedenk der Tatsache, dass meine Freiheit nur bis zur Freiheit des anderen reicht. Und die Masken, die wir jetzt tragen, sind ein Zeichen gebremster Freiheit. Das heißt, ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der ich frei leben kann und wo wir auf solche Hemmnisse nicht angewiesen sind. Freiheit heißt nicht Willkür, ich kann tun, was mir einfällt, sondern meine Freiheit, deine Freiheit, unsere Freiheit. Gerechtigkeit ist eine Frage, an der wir auch noch arbeiten müssen. Die Menschen sind unterschiedlich stark betroffen von dem, was jetzt stattfindet. Das gilt auch für Berufe. Es gibt Firmen, die machen ein großes Geschäft. Wenn du Grills herstellst zum Beispiel im Sommer, dann warst du gut dabei. Die anderen machen Pleite. Und viele Branchen stehen da, das gilt auch für die Kultur in hohem Maße,
Die wissen einfach nicht mehr weiter, die sind am Ende und deshalb muss es da auch eine Solidarität geben. Der Staat muss so helfen, nicht nur im Blick behalten, wie kriegen wir das Ganze wieder auf Fahrt, wie kriegen wir wieder Schwung in die Prosperität, sondern auch, wie müssen wir da gerecht helfen. Das gilt übrigens auch für die unterschiedlichen Landesteile, die wir haben, wo in manchen Städten und Dörfern unterschiedliche Angebote sind und die Menschen da eine bessere Hilfe bekommen als da eine Hilfe bekommen. Auch da muss ganz sicher was gemacht werden. Das Dritte ist die Solidarität, die Bereitschaft und die Fähigkeit, sich zu helfen. Und da allerdings kann der Staat nur relativ wenig machen. Freiheit und Gerechtigkeit, das ist eine Sache der Politik. Dafür ist sie vor allen Dingen zuständig. Da müsst ihr den Staat angucken und sagen, das müsst ihr jetzt klären, das müsst ihr machen, das müsst ihr sichern. Aber so ein bisschen Freiheit, wie haben wir mit unseren Masken auch, wahrzunehmen zwar die Freiheit des anderen, aber vor allen Dingen in Sachen Solidarität. Und da finde ich eigentlich, dass wir gut durch dieses Jahr bisher gekommen sind. Dass mehr Solidarität sich zeigte zwischen den Menschen, in Familien, aber auch über Familien und Nachbarschaften hinaus. Es gab Beispiele, wo Städte, die um Hilfe gebeten haben, gar nicht alle Hilfsbereiten einsetzen konnten, weil die betroffen haben, meldet, nee, die kommen schon, die helfen uns. Die Nachbarn kommen, die Jungen kommen, wir helfen uns gegenseitig und so. Also es ist, glaube ich, eine große Solidarität da. Wie kommt das? Was ist eigentlich das Grundgefühl bei den Menschen, bei uns? Was passiert da eigentlich im Augenblick? Es ist ein bisschen für mich so, dass ich das Gefühl habe, wir haben die Leichtigkeit, die auch ja, so ein bisschen zu Leichtsinn führen kann, hinter uns und erleben eine Situation, die viele Menschen als existenziell empfinden. Neue Ernsthaftigkeit. Ja, das geht an den Kern. Das ist jetzt kein Spaß, so sagen manche. Das ist kein Spaß. Du kannst ja sonst, kann man sich ja streiten, ob nun einer das Auto fährt oder was er für Klamotten trägt und ob nun Dortmund gewinnt oder München. Das sind alles wichtige Themen, da kann man sich die Köpfe heiß reden und auch ernsthaftere Sachen. Aber hier geht es jetzt um Existenzielles. Und die Menschen, auch gerade die Älteren, handeln im Bewusstsein, dass es um was Existenzielles geht. Und dieses Existenzielle, das will ich doch nochmal sagen, erinnert mich ein bisschen an das, was ich zwischen 1 und 6 Jahren auch erlebt habe. Da hatte man das Gefühl, es geht um Kopf und Kragen. Und das ist was die Gesellschaft schon prägt und was die Leute auch dazu bringt, viele Ältere, die das aus eigener Erfahrung kennen, aber auch andere zu sagen, nee, jetzt hört der Spaß mal auf, jetzt macht nicht mehr jeder, was er will, jetzt saufen wir eben ein bisschen weniger, jetzt machen wir eben dann doch mal zu und versammeln uns hier nicht und provozieren das zumindest nicht. Das ist schon da. Zulasten mancher Berufe und mancher, die auf die Zuschauer, auf die Nähe eigentlich angewiesen wären. Und da bin ich wieder bei dem Problem. Ich glaube, wenn es ans Bezahlen geht, wird das die, die haben und die, die weniger haben, unterschiedlich stark treffen müssen. Das heißt also, der Ausgleich von Vermögen, von aber auch Anerkennung, ideeller Ausgleich und die Frage der Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen ist eine entscheidende Zukunftsfrage. Ja, das ist auch eine große Herausforderung an die Politik, aber da müssen wir auch helfen dabei. Sagen wir, der Vorteil derer, die jetzt älter sind, so wie ich, die Rente ist da und die läuft auch jeden Monat. Das kann längst nicht jeder Familienvater oder Mutter sagen. Nicht jeder selbstständige Künstler sagen. Und so dick ist das Polster dann oft nicht, dass man das aushalten kann. Das entbindet nicht von der Pflicht, auch denen zu helfen, praktisch, faktisch im Leben, die entsprechend finanziell gesichert sind. Aber es ist schon ein Unterschied, ob du die Sorgen noch zusätzlich dazu hast. Ne? Diese existenzielle Grenze, von der du vorhin gesprochen hast, vor die ist man natürlich gestellt beim Thema Tod und Sterben. Und das ist ein Thema, das, glaube ich, das kann ich so sagen, meine Generation der Leute zwischen 40 und 60 plötzlich in einer ganz neuen Weise betrifft über die Corona-Pandemie. Und ich finde es wichtig zu sagen, das ist eine herausragende Stärke dieses Buches, dass du das Thema Sterben aufgreifst. Ich glaube nämlich, dass sich zum Beispiel die Kirchen in der Pandemiephase über die Frage, wie wir eigentlich sterben, wie wir sterben dürfen oder auch wollen,
völlig rausgezogen haben. Und du hast mal gesagt, natürlich, das Sterben ist ein wichtiger und letzter Teil unseres Lebens. Auch, dass das Sterben eine persönliche Katastrophe ist und dass du gegen das Sterben bist. Mhm. Trotzdem muss man Realist sein. Und die Frage des Sterbens, der wir täglich gegenüberstehen, kann man auch beantworten, wie Snoopy das getan hat bei Charlie Brown. Nämlich, tja, eines Tages werden wir alle sterben. Darauf antwortet Snoopy, ja, aber an allen anderen Tagen nicht. Mhm. Trotzdem ist das Thema Sterben, das man natürlich so vor sich herschieben kann, etwas, das sehr an uns herangerückt ist. Also ein Freund von uns, dessen Mutter ist gestorben. Und es war sehr schwierig in dieser Pandemiezeit, dass er überhaupt seine Mutter noch sehen konnte. Das war eine Form von Grausamkeit, die diese Krise mit sich brachte. Nehmen wir uns zu wenig Zeit, uns mit dem Thema Sterben auseinanderzusetzen? Haben wir verlernt, auch in den Familien, dass der Tod Teil unseres Lebens ist? Es hat sich jedenfalls in der Gesellschaft in den letzten 100 Jahren, auch 50 Jahren, noch mal eine ganze Menge verändert. Vor 100 Jahren wurden die Menschen im Schnitt halb so alt wie wir heute. Es gab durchaus auch alte Menschen, also solche, die 80 wurden oder darüber, wie Goethe und andere. Aber es wurde mehr gestorben. Kinder starben, Frauen starben im Kindsbett, Männer starben am Arbeitsplatz, am Bau, in den Fabriken, in den Kriegen. Das heißt, es wurde in jüngeren Jahren mehr gestorben und dadurch wuchsen auch weniger in das Alter hinein. Damit hat sich aber so ein bisschen das Sterben verschoben in eine Generation nach oben. Und die darunter bis 60, 65, 70, 75 bist du eigentlich frei von dieser Kümmernis, außer bei den eigenen Eltern. Das ist schon eine Lebenserfahrung. Ich habe das mit 45 gemacht, dass Vater und Mutter in einem Jahr starben. Da bist du plötzlich an der Front. Dann merkst du so, ich bin jetzt die nächste Generation. Aber die Lebenserwartung ist 80 plus, also habe ich noch ein langes Stück vor mir. Das ist eines. Das zweite ist, ich hatte in meiner Kindheit die Erfahrung, wenn Leute, das war allerdings ein kleines Städtchen, eher ein Dorf, wo ich lebte, wenn die starben, dann ging man dahin, dann wusste man das voneinander, hat man die besucht, hat sich verabschiedet. Ich habe die aber auch schreien hören vor Schmerzen, weil es keine Morphine gab. Man hatte nichts, um denen die Schmerzen zu nehmen. Und das haben wir heute mit der Hospiz und vor allen Dingen palliativ-medizinischen Betreuung deutlich verbessert. Wir können den Menschen helfen. Das ist auch wichtig, das ist auch gut, das müssen wir stützen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das im ganzen Land auch zur Verfügung haben. Das gibt es noch nicht überall. Was ich auch feststelle, ist, dass es ein Zurückziehen gibt, dass man, wenn gestorben wird, manchmal in den Zeitungen liest, der und der, die und die ist gestorben. Die Beerdigung hat im engsten Familienkreis stattgefunden. Das heißt, man lädt eigentlich nicht den Stadtteil oder die Straße oder die Bekannten dazu ein, dahin zu kommen, sondern man hat das schon sozusagen für sich gemacht. Der Tod privatisiert quasi. Kann man so sagen. Die Frage ist, ob man es gut finden soll, ja oder nein, ich weiß es nicht. Was ich respektiere daran ist, dass die, die das machen, das Geschehen ist, das Sterben, und alles, was darum dann passiert, aus dem Trubel der Zeit herausnehmen. Man kann auch gute Argumente dafür finden, dass man das nicht spektakulär machen will, sondern dass man sagt, na, das ist jetzt eine ganz besondere Situation, die wollen wir im kleinen Kreis miteinander erleben und dann soll es so sein. Aber Endergebnis, das Sterben findet weniger Aufmerksamkeit. Kann man sagen, dass wir nicht mehr respektieren, dass es auch ein Recht darauf gibt, diesen letzten Abschnitt würdig zu gehen, sondern wir tun so, als wäre das quasi das schmutzige Ende eines ansonsten von Erfolg geprägten und gekrönten Lebens? Weiß ich nicht. Ich will da auch nicht ungerecht sein dabei. Aber ich behaupte, dass längst nicht alle akzeptieren, dass das Sterben sozusagen ein Stück des Lebens ist. Deshalb betone ich das so ausdrücklich. Ich spreche nie vom Tod, weil da gibt es sowieso nichts Neues zu melden und das hat gar keinen Zweck, dass man sich lange darüber unterhält, das kann man auch. Aber das Sterben ist ganz eindeutig Teil des Lebens. Es kann schnell gehen, das Sterben, ich kann tot umfallen, es kann lange dauern, das Sterben. Und natürlich muss es einen Anspruch geben der Menschen, dass sie ein Sterben erleben, das menschenwürdig ist, dass ihnen zu große Qualen erspart
und dass ihnen Wünsche erfüllt, die sie vielleicht zum Schluss nochmal haben. Mit bestimmten Menschen sprechen, öfter sprechen, nochmal irgendwo hinzufahren. Wir haben beim Arbeiter-Samariter-Bund so Wünschewagen kreiert. Damit können Menschen nochmal sich irgendwo hinfahren lassen, wo sie hin möchten. Zum Fußballspiel oder in den Zoo oder nach Oma, die weit weg wohnt. Wünschewagen ist was, wo Menschen miteinander nochmal ein Stück Kommunikation und Erlebnis haben, die sie sonst nicht haben, wenn sie da alleine liegen. Die Frage ist, wo sterben wir? Viele sterben zu Hause, viele wollen das auch. Können die, die zu Hause dafür nun begleitend dann zuständig sind, können die das leisten? Gibt es genug Dienste, Palliativen, Hospiz, die dann auch helfen dabei? Oder stirbt man nicht doch besser im Hospiz, im stationären Hospiz? Aber da haben wir nicht so viele, da sind nur 30.000 etwa im Jahr, die da Platz haben für ihre letzte Strecke. Stirbt man besser im Krankenhaus oder im Heim oder wo auch immer? Auf jeden Fall muss gesichert sein, denke ich, das hat uns die Corona-Krise jetzt auch gelehrt, es muss auf jeden Fall gesichert sein, dass ich unter Menschen bin. Und dass es Situationen gegeben hat, wo Menschen sterben mussten, ohne nochmal Kontakt zu haben zu denen, die ihnen wichtig waren, das ist eigentlich schon ein Skandal und das darf nicht passieren. Und das ist ein Punkt, der ganz, ganz klar geregelt gehört. Und es muss klar sein, dass in Zukunft Menschen auch in Heimen sterben können und das ganz gleich unter welchen Zuständen diejenigen, die ihnen wichtig sind, dahin können, da rein können und bei denen sein können. Ob man da nun einen eigenen Eingang braucht oder ob man ein eigenes Zimmer braucht oder wie man das auch immer organisiert, das lasse ich alles dahingestellt. Das ist sehr unterschiedlich zu bewerten, aber dass die Menschen im Sterben nicht alleine gelassen werden, sondern dass sie begleitet werden, auch von den Menschen, die ihnen besonders wichtig sind. Ich bin sicher, dass die Pflegekräfte an vielen, vielen Stellen ihr Möglichstes tun, um das dann zu machen und zu bewerkstelligen und dabei zu sein. Und die selbst sind ja auch gefangen von solchen Situationen. Aber das kann die unmittelbaren Partnerinnen und Partner und Kinder und Enkelkinder nicht ersetzen. Das muss man auch sehen. Deshalb ist es schon gut, dass wir auch da aus der Corona-Krise lernen und sagen, wie muss man eigentlich damit umgehen. Und das sollte man im Allgemeinen tun, das Lernen, indem man nochmal, und die Menschen auch sagen, wenn du 70 bist, sprecht ruhig mal darüber. Wie das eigentlich ist mit dem Älterwerden. Zum Älterwerden gehört, die sterben ja mit dazu. Und wo will ich eigentlich sterben? Und so, wer kann eigentlich mir helfen dabei? Und wie kann das eigentlich gehen? Habe ich eigentlich eine Vorsorgevollmacht, wenn ich mir nicht mehr selbst im Kopf entscheiden kann, habe ich eigentlich eine Patientenverfügung, damit die, die handeln müssen, auch wissen, was ich eigentlich will an der Stelle. Wenn man das ein paar Mal erlebt hat, weiß man, die, die an den Betten stehen und trauern, sind oft die schwierigeren Fälle im Vergleich zu denen, die sterben. Die wissen, dass es zu Ende geht. Menschen wissen das sehr oft, wenn es zu Ende geht. Und deshalb, die, die davor stehen, die wollen nicht, dass Papa stirbt, dass Mama stirbt, dass Geschwister sterben, dass der Partner stirbt, die Partnerin, dass Kinder sterben, das Schlimmste. So, das wollen die nicht und die wehren sich dagegen. Aber die, die zu Ende kommen, die wissen oft sehr genau, dass es dieses letzte Stück ist. Und für die ist es ganz schrecklich, wenn die alleine bleiben müssen dabei. Das darf nicht sein. Ich glaube auch, dass das eine ganz wichtige Konsequenz aus dieser Zeit ist, die wir gerade erleben. Ich finde aber auch, dass man darin durchaus einen hoffnungsvollen Aspekt sehen kann, denn sich mit diesem Thema zu beschäftigen hat was mit menschlicher Würde zu tun, auf die wir zurückkommen. Leider ist die Zeit schon sehr weit fortgeschritten. Ich würde wahnsinnig gerne noch viel länger reden. Trotzdem, du schreibst, möglich, dass 2020 mit einem kleinen Plus endet. Was könnte dieses Plus sein? Das Bewusstsein der Notwendigkeit von Solidarität untereinander. Das Bewusstsein aber auch, dass man wissen muss, es kann solche Situationen geben, die man vorher nicht gesehen hat und darauf muss man sich einstellen. Es ist keine Garantie für gutes, gefahrloses, immer fröhliches Leben, sondern es kann auch andere Situationen kommen, das ist ganz klar. Und drittens, wo wir schon dran waren, Konsequenzen ziehen aus dem, was wir gelernt haben und da ist Politik dran, aber wir alle müssen dabei auch helfen. Franz Müntefering, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für dieses wirklich fantastische Gespräch, über das ich mich sehr freue. Mein Name ist Alexander Behrens.
Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen aus diesem Gespräch und haben etwas erfahren über Franz Müntefering, was man vielleicht nirgends lesen kann. Und wenn Sie sich für das Buch interessieren, es ist erschienen im Verlag J.H.W. Dietz, der Titel Das Jahr 2020 plus, übers Einmischen, Mittun und ein gutes Stück Leben auch im Ältersein. Vielen Dank und alles Gute. Ich bedanke mich auch, wünsche Ihnen auch alles Gute. Bleiben Sie gesund. Das war Franz Müntefering im Interview mit Alexander Behrens. Wenn ihr neugierig geworden seid, könnt ihr das Buch, das Jahr 2020 plus, in allen Buchhandlungen sowie auf dietz-verlag.de bestellen oder als E-Book herunterladen. Wir hoffen, euch hat diese Folge unseres Podcasts Dietz und das gefallen und wir würden uns freuen, wenn ihr ihn abonniert. Am Freitag in 14 Tagen liest hier unsere Autorin Birgit Lahan aus ihrem neuen Buch Als endete an der Grenze die Welt. Nach der Wende – Geschichten einer untergegangenen Gesellschaft. In den Kapiteln geht es um ihre Begegnungen mit Heiner Müller und Frank Castorf. Wir wünschen euch schon jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr, euer Dietz Verlag.